Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich melde mich hier vom Rande des World Economic Forums aus Davos. Es ist heute letzter Tag, die Veranstaltung geht zu Ende. Aber auch wenn das World Economic Forum zu Ende geht, gibt es weitere spannende Veranstaltungen. Und deshalb lade ich Sie ein, am 26. Januar die Handelsblatt-Veranstaltung Zukunft IT zu besuchen. Sie findet dieses Jahr virtuell statt und ist zum ersten Mal auch gratis. Also eine gute Chance, um führende Referentinnen und Referenten aus der IT-Szene live zu erleben. Wir haben die Veranstaltung, die bisher den Namen strategisches IT-Management hatte, umgebaut in zwei Teile. Einen virtuellen Teil, der eben wie schon gesagt am 26. Januar stattfindet, und einen physischen Teil, der vom 5. bis 7. Juni in Düsseldorf in den Räumen der Handelsblatt-Redaktion stattfindet, geteilt. Und wir haben auch den Namen neu gewählt. Aus strategisches IT-Management ist Zukunft IT geworden. Und auch der Standort wurde verlegt von München nach Düsseldorf, frei nach dem Motto vom Weißbier zum Altbier. Was erwartet Sie am 26. Januar? Ein Reigen, ein Kreis wunderbarer Sprecher, der zentrale Themen, die IT-Manager angehen, abdeckt. Wir haben vorbereitet einen Bericht aus dem Silicon Valley. Wir haben Input aus der Politik. Wir haben Input aus der Handelsblatt-Redaktion. Und wir werden uns mit den Themen IT-Security, Big Data, Quantencomputing, digitale Transformation, Fachkräftemangel und Sustainability beschäftigen. Ich lade Sie recht herzlich ein. Gehen Sie über den Link, der in dem Post auf LinkedIn beiliegt, auf die Seite von Handelsblatt, melden Sie sich an. Und ich freue mich, Sie am nächsten Donnerstag, am 26. Januar, ab 9 Uhr virtuell begrüßen zu können. Alles Gute, und jetzt setzen wir unseren Spaziergang am Rande des WEFs fort. Alles Gute und schönes Wochenende.